Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bus Simulator 21 Leute und heute ab dem zweiten Part gibt's das Let's Play endlich in Full HD und 30 FPS, also weil es auf der PlayStation 4 halt nur 30 FPS läuft, aber meine Capture Card schafft eh nur 30 FPS, deswegen ist das jetzt quasi kein Hindernis oder nichts, was mich stört. Und Leute, wir gehen hier direkt mal in unsere Verkehrsbetriebe rein. Wir sind schon Level 77, das ist okay, ja. Also in dem Spiel kann man sehr schnell leveln, wie man sieht, ne? Ich glaube, wir sind ja eine Strecke gefahren im ersten Part, ne? Nichts Großartiges, Leute, aber was großartig ist, ist dieser Energy Drink von Lidl Kong Strong Colossus. Habe ich ja schon in einem Video getestet. Guckt euch das unbedingt an. Bester Energy Drink für besten Preis. Alles klar, keine Ahnung, warum wir gerade kurz keine Sounds hatten. Egal, wir sind jetzt hier wieder drinne. Erreiche einen Zahltrag. Erreiche einen Zahltrag auf Route 2 mit deinem neuen Line City M. Okay, dann würde ich sagen, ist das jetzt unsere Aufgabe, die wir natürlich jetzt erfüllen werden. Unser wunderschöner. An so einem schönen Tag? Klar, Bruder. Bestes sonniges Wetter, so wie draußen gerade. Außer Betrieb steht jetzt hier noch dran. So. Ich habe mal letztens noch das FOB eingestellt, weil das ziemlich hoch eingestellt war. Aber ist ja schon an, okay, gut. Öffne das Kartenmenü. So, dann gehen wir Geld Route 2 jetzt fahren. Mit unserem Bus. Achte darauf. Ja. So, dann begeben wir uns mal zur ersten Haltestelle, Leute. So, jetzt habe ich das F mal weitergestellt. Ich habe es eben falsch eingestellt. Auf jeden Fall ist es jetzt besser. Jetzt haben wir nämlich mehr Sichtfeld. Man braucht nämlich natürlich großes Sichtfeld, weil man ja hier ein großes Fahrzeug bewegt. So, hier ist auch die erste Haltestelle. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schon einen Zahltag hatten. Im ersten Part schon oder. Aber ich glaube nicht. Ja, es liegt alles glatt. Unser erster Zahltag hier. Die haben wir bekommen. 13.000 oder was? Ne, 10.000 nur. Das ist echt sehr wenig. Okay. Ja gut, jetzt haben wir wieder eine neue Mission, aber wir müssen natürlich hier die Route erstmal beenden. Das ist die zweite Haltestelle jetzt hier. Kommt mal rein, jo. Digga, der gibt 18 Euro Rückgeld. Naja. Triggert immer richtig, die dann übelst ihre Geld geben. Och, jetzt habe ich zu viel zurückgegeben. Wo einer Ranz. Ja gut, dann würde ich sagen, geht's weiter. The Triple Decker, Junge. 4 Dollar, Alter. Einfach der Big Mac als noch heftiger, Junge. Hier ist das Logo von dem Entwicklerstudio. Nein, das ist mir einfach gar nicht aufgefallen. Ah, jetzt hier Haltestelle am Krankenhaus. Auch wieder relativ viel los. Okay, 16 Euro. Naja. Wer hupt denn hier? Keine Ahnung. Komm, wir machen mal Fenster auf hier. Bisschen frische Luft reinlassen. South Regatta Sunnyside. Frag mich eigentlich, was ist das hier? Ist das ein Einkaufszentrum? Ja. Oh, ein Fahrgast muss aussteigen.
wollte eigentlich die zweite. Na egal. Und die zweite Tür halt eigentlich noch aufmachen. Aber öffne die erste, ist Idiot. Was? Verlasse die Fahrerkabine? Oder ich bin mitten in der Tour, Junge. Das Spiel dämlich manchmal, ey. Also ich muss sagen, leider ist das Spiel teilweise nur verbuggt. Erstmal gibt's immense Frame Drops, dann buggen die NPCs rum. Und die Fahrzeuge, die Passanten auch. Also. Und Texturen buggen und man an manchen Stellen ist die Map echt sehr schlecht überdacht. Weiß ich nicht, was die Entwickler sich da teilweise gedacht haben, aber im Großen und Ganzen ist das ein wirklich sehr gutes Spiel. Aber wenn ihr einen guten Rechner habt, dann holt euch das auf jeden Fall für den PC. Und Konsolenversion ist nicht unbedingt jetzt zu empfehlen. So. Okay, der will keinen. Nett genug. So. So, warte, dann kontrollieren wir jetzt natürlich auch mal, ob wir alle brav ein Ticket haben. Ja, ich wollte mich nicht hinsetzen. Ja, come on. Ah, zwei Schwarzfahrer. Na, wer hat hier kein Ticket, hä? Ja, okay, ihr habt alle eins. Dann drehen wir mal weiter durch, Junge. Okay, fuck, Alter. Wir haben fast das Muscle-Car weggerammt, Junge. Also ich weiß auch nicht, was gerade mit der Bremse war. Sonderfahrt, okay, nee, das müssen wir ändern. Ist ja keine Sonderfahrt. Na. Ist immer noch rot. Oh, scheiße, jetzt blockiere ich hier voll den Weg. Naja. Hier ist auch schon die Endende Stelle, Leute. Lauf doch mal schneller, ihr scheiß Idioten. Leute, das ist normal im Spiel, dass sie wirklich einpennen beim Straße überqueren. So, das war jetzt die Endhaltestelle St. Anthony Church. Strecke 1A absolviert. Und zwar erstelle eine Route, um St. Anthony und West Oak miteinander zu verbinden, ist jetzt unsere Mission. So, dann müssen wir natürlich auf Route erstellen. Ah ne, warte mal. Was? Viele Regatta und Jetty Drive. Ja. Wo ist jetzt Regatta? Geh nach West Oakwood. Digga, ich würde jetzt eigentlich selber was ein, aber ich muss jetzt. Lass uns die neue Route in der Nacht abfahren und das Poesie, ja, okay. Nachtleben von Angel Chaucer. Muss jetzt mich hier an die Richtlinie halten, weil sonst hätte ich hier was anderes, noch andere Orte ausgewählt. Mache einen Zeitsprung zwischen 22 und 24 Uhr, okay. So, jetzt haben wir erstmal die Zeit vorgedreht. Finde ich eigentlich echt cool, dass man das hier machen kann. Jetzt haben wir eine schöne Nachtfahrt auch bei Regen. Oder? Nö. Nee. Okay. Dann fahren wir jetzt mal Route 3. Aber ich muss hier kurz. Ich wollte die Farbe editieren, weil es die gleiche ist wie bei 2. Dann ändere ich mit. Okay, ich kann bei den Routen nicht die Farbe editieren, weil eigentlich kann man das, damit man halt. Weil das verwirrt halt auf der Karte, wenn halt beide Routen dieselbe Farbe haben. Das finde ich sehr irritierend. Aber man kann die Farbe ja ändern, aber kann ich jetzt gerade nicht. Naja. Hier ist übrigens Chinatown, wie man unschwer kennt. So, unsere erste Haltestelle ist auch hier gleich rechts. Oder? Nee. Okay, ich laber scheiße. Naja. Aber das Spiel sieht bei Nacht auch echt wirklich mega schön aus, muss man einfach mal sagen. Ah, hier ist unser Komplize.
Alter, wie das Spiel leckt, ne? Ihr habt's gesehen. Sein wunderschöner Mercedes-Benz Citaro. Sonderfahrt stimmt natürlich wieder nicht. So, mach mal ein bisschen hin hier. So, jetzt geht hier das Partyleben richtig los in Angel Shores. Oder da ich ja letzte Woche in Rostock war und Rostock ja wirklich eine große Stadt ist, also ist ja eine Großstadt, muss ich schon mal euch ein Fazit zu Rostock geben. Hab ich schon in einem anderen Video, aber ist ja egal. Also das hier kommt vorher, Digga, willst du nicht mehr fahren? Na egal. Also Rostock ist echt eine richtig schöne Hafenstadt. Hat wirklich einen wunderschönen Hafen. Gleich um die Ecke ist Warnemünde ebenfalls extrem schön. Geiler Strand, schöner Hafen und alles. Also mir gefällt die Region Rostock-Warnemünde echt mega. Kühlungsborn und sowas, die Ecke auch in Mecklenburg-Vorpommern. Was ja nicht existiert. Ah, lol, ist das lustig. Nee, aber ohne Scheiß, Mecklenburg-Vorpommern, so die Ecke der Rostock, Bad Doberan, Riebnitz-Dammgarten da oben, alles so, Warnemünde ist echt wirklich unfassbar schön. Muss man mal gesehen haben, wenn man Urlaub macht irgendwo. Und jetzt kommt wieder irgendeine Person, die sagt, geht nicht mal selber arbeiten, macht aber Urlaub, Bruder. Wenn meine Eltern in den Urlaub fahren, die beide arbeiten gehen, wie soll ich das da nennen? Soll ich das da nennen? Ja, wegfahren in den Ferien, damit es dir passt. Also ist mir natürlich scheißegal im Endeffekt, ob es dir passt oder nicht, aber kann man sich über sowas aufregen? Immer so, what the fuck? Wie soll ich das denn sonst nennen? Also, naja, egal. Das ist mir nicht ersichtlich, so, keine Ahnung. Sagt doch jedes Kind, ja, wir fahren in Urlaub, oder sagt jedes Kind, wir fahren in den Ferien an die, na gut, man kann natürlich sagen, man fährt in der Ostsee und so, aber es ist ja halt nur mal Urlaub. So. Außerdem bin ich zu jung, um arbeiten zu gehen. Ich brauche auch erstmal einen Abschluss. Was ja logisch ist, aber naja, manche Idioten in den Kommentaren checken das nicht. No front, aber bin halt gerade dabei, in der 10. Klasse meinen Abschluss zu machen, so. Als Information, so, jetzt was vielleicht Klick machen in deinem Gehirn und du wirst merken, dass ich noch gar nicht arbeiten gehen kann und dementsprechend nicht Urlaub in dem Sinne habe, sondern halt in den Ferien einfach an die Ostsee gefahren bin. Aber das checkt ja eigentlich jeder, der 1 und 2 zusammenzählen kann. Naja. Wäre jetzt ja auch nicht großes Thema werden. Wollte ich nur mal angesagt haben, weil ich es sehr lustig fand, aber soll jetzt auch nicht respektlos oder so klingen, aber es ist halt einfach so. Ja, Leute, die Dialoge von den NPCs sind immer wirklich der Bombe. Und hier ist eine Stelle, wo die Ampel einfach aus ist. Keine Ahnung warum. Aber da fährt man einfach generell immer drüber. Wir scheißen nämlich auf Gesetze. Nein, Spaß. Mache ich natürlich nicht. Okay, da haben wir einen Rollstuhlfahrer dabei. Da fahren wir schon mal die Rampe aus. So, dann steigen sie ein, kommen sie rein. So, ein Seniorenticket. Easy. Hä? Nein, der hat wahrscheinlich gewartet, bis die anderen drin sind. Oh, ich wollte das doch gar nicht. Manchmal hasse ich die Steuerung, aber der scheiß Rollstuhlfahrer hat halt noch gewartet, bis die anderen drin sind. Ich dachte, der wäre schon längst drin. So, dann Abfahrt zur letzten Haltestelle Lincoln Street. Weiß ich, ob wir dann jetzt sogar die Mission erfüllt haben. Ja, doch.
Wir haben ja Route 3 jetzt absolviert zwischen 22 und 24 Uhr. Es ist ja gerade Viertel 11 im Spiel. So. Übrigens, Leute, ihr könnt euch auf ein Video freuen, was von einem Kumpel Steven geschnitten wird. Also ein Fortnite-Video. Nämlich, ja. Also was nicht ich geschnitten habe mal, sondern ja. So. Ja, Junge, verpisst euch kurz mal. Okay, da muss ich kurz ein Stück vorfahren. Das ist nämlich manchmal so, dass man die Rampe nicht ausfahren kann. Sehr nervig. Hallo, fahr doch die Rampen aus. So, dann steigen sie aus, Herrschaften. So Jetty Drive. Wo waren das? Die englische Sprache, ne? Aber ich wollte die amerikanische Map zocken, weil ich ja die europäische schon kenne. Hier das Jetty Drive. Ich habe jetzt noch 2 Tage, also morgen halt und übermorgen, Donnerstag und Freitag. Dann sind die Ferien schon wieder rum. Also klar, Wochenende noch, aber wie schnell geht, warum vergeht die Zeit einfach so schnell, Leute? Es ist, umso älter wir werden, Leute, umso schneller vergeht die Zeit. Vor allen Dingen, wenn man sich mit Freunden trifft und dann vergeht halt die Zeit am schnellsten. Es ist halt einfach so. So, wir sind hier am Jetty Drive. Und? So. Ja, Mann. Machen wir im nächsten Part, Leute. Dann würde ich sagen, hoffe ich, dass euch der Part gefallen hat. Schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich auch mega über eine Bewertung freuen, Leute. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, Leute. Haut rein und ciao.